Herzlich willkommen zu dem Kurs HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Wir hatten uns beim letzten Mal mit dem Box-Modell beschäftigt und da möchte ich euch jetzt noch so ein paar weitere Sachen erklären, also so Hintergrundbedingungen von HTML, wobei diese Hintergrundbedingungen auch für eigentlich fast jedes andere Programm gelten. Also na ja, soweit ich das weiß, also für Java zum Beispiel, wenn wir Text oder Bilder auf den Bildschirm bringen mit solchen vorgefertigten Bibliotheken, da funktioniert das fast genauso. So, und das Boxmodell, um es nochmal kurz aufzugreifen, hat vier Seiten, ist ja auch klar. Top und Bottom wird das hier genannt und Left und Right. Dann hat es drei Boxen um die Inhaltsbox herum, einmal den Abstand zum Rahmen und den Rahmen selbst und dann den Abstand vom Rahmen zu anderen Elementen, also das Content, wie das eigentlich heißt, hier dann Padding, Border oder Rahmen und Margin, der Außenabstand. So, wenn wir uns das Inhaltselement ansehen, dann kann das Inhaltselement nicht nur Text enthalten, oder beziehungsweise es enthält natürlich Text, aber diesen Text in einer besonderen Form. Und zwar als nächstes enthält es den Text in Form von Zeilen. Das habe ich hier ein bisschen, oder habe ich hier grün eingefügt. Und diese Zeilen sind selber wieder Boxen oder Container. Und die können dann wieder kleinere Boxen enthalten, nämlich zum Beispiel Buchstaben. Und das ist dann klar, jeder Buchstabe wird in Form von einer Box auf den Bildschirm gebracht und diese Boxen ganz zum Schluss, das ist nichts anderes als Bilder, eben die Abbilder von den Buchstaben. Und wenn wir irgendeinen Schrifttyp haben, wie zum Beispiel Arial, dann wird das, bevor das auf den Bildschirm gebracht wird, in ein Bild umgewandelt, was dort in diesem Font drin liegt und in diesem Buchstaben der Schrifttypus. Das wird dann in ein Bild umgewandelt. Es wird also, das ist der Fachausdruck, gerendert. Und dann werden diese Bilder nacheinander auf den Bildschirm gesetzt. Und zwar innerhalb einer Zeile zunächst und dann fortlaufend in mehreren Zeilen, sofern die Box, also hier die weiße Box, die wir hier haben, mehrere Zeilen enthält. So. Was die Zeilen selber angeht, so haben die eine bestimmte Größe. Meistens bestimmt sich die Größe nach dem größten Element, also die Höhe nach dem größten Element, und die Breite bestimmt sich eben nach der Breite des darüberliegenden Box, beziehungsweise wenn die unbestimmt bleibt, nach der Menge der Zeichen, die innerhalb von einer Linie auftauchen sollen. So. Und das ist im Prinzip so dieses ganze Geheimnis von Text auf dem Bildschirm. Es sind Boxen in Boxen in Boxen in Boxen, also verschachtelt, beziehungsweise wenn sie nebeneinander liegen, Boxen neben Boxen neben Boxen und so weiter und so fort. Ja, also das ist so das ganze Geheimnis, da steckt eine ganze Menge Rechenarbeit hin, wo gehören die genau hin und so. Das muss alles vorher berechnet werden, dazu gibt es dann bestimmte Algorithmen, die das ausarbeiten. Und wenn wir HTML programmieren, dann sehen wir sozusagen nur noch so einen sehr reduzierten, sehr benutzerfreundlichen Teil von dem, was im Hintergrund dann von so einem Browser alles geleistet wird. Aber es ist ganz wichtig zu verstehen, was im Hintergrund passiert. So, jetzt hatte ich euch schon mehrfach zwei Befehle gezeigt, nämlich einmal diesen Befehl div, div, der steht für eine Box mit mehreren Zeilen. Es gibt aber auch so eine Art leeres Element, was man also beliebig gestalten kann, was nichts anderes enthält als ein Möglichkeit, etwas nochmal abzugrenzen, und das ist der Befehl span. Und dieser Befehl span, der enthält zunächst überhaupt keine Formatierung. Wenn ich den leer in den Text hineinsetze, dann passiert dort nichts weiter. Aber ich kann dort zum Beispiel den mit Inline-Style, kann ich zum Beispiel sagen, das soll jetzt
fett ausgedruckt werden und das soll kursiv ausgedruckt werden oder wie auch immer. Das kann ich also definieren und kann damit einen bestimmten Abschnitt, den ich durch Span und als Abschlusstag dann dieses Schrägstrich Span definiere. Und da kann ich einen bestimmten Stil für den markieren. Ich kann aber auch sagen, ich benutze einen vormarkierten Stil, den ich bei Class definiert, in Style im Kopf definiert habe, also in dem oben in der Kopfdatei. Und dann kann ich sagen, Class ist gleich so und so. Und dann definiere ich einen bestimmten Abschnitt innerhalb einer Linie oder innerhalb eines Textblockes nochmal mit einer anderen Formatierung. Und dasselbe kann ich natürlich auch mit einem ID machen. So. Entschuldigung. So. Und das ist eben das, was man mit Span machen kann. Es ist also im Prinzip erstmal eine Markierung, eine HTML-Markierung, die ganz ohne Stilelemente auskommt. Und die kann ich dann beliebig da draufpacken, eben auf die bekannte Art und Weise. So. Ich habe euch das auch schon häufiger gezeigt. Also hier bei unserem Programmbeispiel, was wir hier neulich hatten, in der letzten, vorletzten Folge. Da habt ihr zum Beispiel ja erstmal dieses Div für einen leeren Block gehabt. Und dann habt ihr zum Beispiel hier, upsala, weiter oben, nicht weiter unten. Hier zum Beispiel. Da ist dieser Span-Befehl und da habe ich dann besonders ja also einen Bold-Ausdruck reingesetzt, ne, so. Und ganz normal mit eben diesem typischen Inline-Style. Hier wird das dann beendet und so weiter und so fort. Das kennt ihr schon. So. Und das Ganze, ihr erinnert euch, sieht dann eben auch so aus. Mal kleiner machen. So, na, also hier zum Beispiel, das ist jetzt fett ausgedruckt, das ist auch fett ausgedruckt. Und hier unten hatten wir das dann mal ein bisschen unterhalb dieser Anzeige gemacht, diesen Wert für den Fettdruck und deshalb sieht man das dann auch nicht mehr. Aber im Prinzip habt ihr diese Boxen hier überall und man muss die sich dazu denken. Das ist so ein bisschen so die Kunst bei HTML und beziehungsweise überhaupt so bei diesen ganzen Programmiersprachen, dass man sich das Ganze als Schachteln in Schachteln in Schachteln beziehungsweise Boxen in Boxen in Boxen vorstellen muss. Gut, so, also. Nochmal ganz wichtig, es gibt eben diese zwei verschiedenen leeren Elemente. Einmal dieses DIV für Absätze, das sind dann eben wirklich mehrzeilige Blöcke. Und innerhalb einer Zeile, da kann ich mit Span einen, ja, sozusagen ein leeres Element reinsetzen, das ich dann durch irgendeine Gestaltung auffülle. Gut, das war es für dieses Mal. Und beim nächsten Mal schauen wir uns ein bisschen an, wie das dann oder wie HTML oder welche Befehle HTML dafür zur Verfügung stellt, um innerhalb von einzelnen Buchstaben bzw. einzelnen Wörtern auch zu gestalten. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.